Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! DevPro. Heute in Part 5 mit einer besonderen Folge, denn ich spiele nicht wie sonst gegen irgendwelche Randoms. Nein, ich spiele gegen einen meiner Abonnenten, der gleichzeitig auch ein YouTuber ist, nämlich den lieben Kompass Babuso. Und er wird das Ganze auch aus seiner Sicht aufnehmen. Das werde ich euch dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, wir spielen auch eher mit älteren Karten. Wir lassen ihn mal anfangen. Schreiben wir noch viel Glück und hoffen das Beste. Wie ihr schon seht, ich habe mir ein Uriah-Deck zusammen gebastelt und das wir ihn gleich ziehen, das ist sehr traumhaft. Ich denke mal, damit wird er nicht rechnen. Und ja, mal gucken, was er so spielt. Auf jeden Fall hat er erstmal den Mathematiker. Und ein Exodia-Teil, das macht mir Angst. Der will und hier einfach auf Exodia spielen. Das macht mir in der Tat Angst. Ja, und das ist nicht gut. Und wir ziehen einen zweiten Uriah, der uns nichts bringt, okay. Dann setzen wir erstmal anständig Fallenkarten. Und ansonsten warten wir erstmal ab. Mathematiker in Verteidigungsposition, okay. So, dabei mal fleißig aktivieren. Ja, und das Altrumrad lassen wir jetzt mal weg. So, und schon werden unsere ganzen Fallenkarten zu Monstern. Das ist doch schön. Ja, er spielt ziemlich weg, so, ja. Das allerdings tatsächlich noch mit relativ alten Karten. Sonst wäre es schon viel schneller. Dann aktivieren wir Altraumrad immer noch nicht. Wir gönnen uns gleich mal Uriah. Setzen außerdem Verkörperung der von Apophis. Und greifen mal an. Nein, das Altraumrad wollen wir immer noch nicht aktivieren, weil brauchen wir nicht aktuell. Ich hoffe, dass nichts Gefährliches liegt. Nein, das liegt erstmal nichts Gefährliches. Ja gut, er darf eine Karte ziehen. Aber ich denke, jetzt wo wir erstmal Uriah auf dem Feld haben, dürfte uns nicht mehr allzu viel passieren. Auf jeden Fall bin ich sehr erstaunt, dass das so gut funktioniert hat, weil in anderen Duellen hat es bisher noch nicht so gut funktioniert. Da musste ich öfter erstmal eine ganze Weile warten, bis ich Uriah gezogen habe. Ja, jetzt zieht weiter Karten, haut weiter Karten auf seinen Friedhof. Ja, aber offenbar hat er noch nicht alle Exodia-Teile gezogen, von daher bin ich ganz beruhigt. Ja. Nein, wir wollen das Automat immer noch nicht aktivieren. Setzen mal die Tiki-Seele verdeckt. Terror Schatten Gardner gönnen wir uns auch mal. Dann die Verkörperung von Apophis legen wir in Angriffsmodus. Und dann wollen wir mal angreifen. Hoffentlich liegt dann nichts, was stärker ist. Meine Altraumrate immer noch nicht aktivieren. Naja, die bloß weiter Lichtverfläche, dadurch er wieder mal ein paar Karten los wird. Beziehungsweise er kann Uriah damit zerstören. Naja, das ist unschön. Schreiben wir ihn nicht immer böse, sondern schön Uriah einfach mal killt. Das Gute ist, dass wir noch einen auf Hand haben, den wir wahrscheinlich gleich spielen können. Der dann einfach auch mal noch stärker sein wird, von daher, ja, bin ich jetzt nicht ganz so traurig.
So, ich wieder. Ja. Enter auf einem Monster, okay. Wir aktivieren erstmal unser Fallengarten. Ja, ihr könnt auch noch aktivieren, tut es aber nicht. Wir aktivieren auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. So, da steht auf jeden Fall wieder unsere Monster alias Fallenkartenfront. Tja, einfach 17 Karten entdeckt, 2 auf Hand, 2 verdeckt. Naja, wir können mein Monster gerne in Verteidigungsposition bringen, das ist mir relativ egal. Wobei, das ist mir nicht ganz egal. Naja. Na ja, gut. Das ist in der Tat jetzt etwas problematisch. Wir müssen auf jeden Fall diese Zauberkarte loswerden. Level, Stufenbeschränkung, Gebiet B. In Englischen Level Limit, Area B. Ja, na gut, im ganzen Deck sind auch die 2 Karten, die feindliche Zauber und 2 Karten zerstören können. Die jetzt zu ziehen, könnte sich tatsächlich als problematisch herausstellen. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Oder das Herz der Karten auf meiner Seite, man weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mal schön brav alle auf dem Kanal von Kupas von Buse vorbeischauen. Der spielt auch Strategiespiele wie Herz of Iron 4 zum Beispiel oder Crusader Kings 2. Aber auch andere Spiele, zum Beispiel City Skylines. Und ja, kann ich ansonsten nur empfehlen. Ansonsten spielen wir so eine schöne Rochen hier. Oh, ich würde sagen, nein. Wir warten mal ab. Was auch nicht schlecht wäre und ich nachladen ziehen würde, das wäre auch ganz hilfreich gerade. Nein, wir brauchen unseren Cyberschattengartner nicht spielen. Als ich dort vorgespeichert, ja gut. Bringt mir momentan nicht so viel. Ich muss schon sagen, das dauert auf jeden Fall eine ganze Weile, was jetzt nicht so verkehrt ist, aber irgendwie, ja, würde ich sagen, Connor, dich deckt so ein bisschen jenseitig aus. Ja, der bei der Karten auf Friedhof haut. Aha, aha, aha. Tja, er haut beide auch Exodia-Teile. Die immer noch liegen, das sind Friedhof von 2 Stück. Die er sicherlich rankommen kann, theoretisch. Ich sollte mich also beeilen, zu besiegen. Nein, ich will meinen Zeitschattengarten nicht aktivieren. Tja, alles was ich so ziehe, ist nicht hilfreich. Ja, ich aktiviere den nächsten Nadelwurm. Beziehungsweise Nest der Nahelkäfer. Ich hab Nadelwurm kommen, keine Ahnung. Ja, 3 Karten im Deck. Zwischen alle 3 Exodia halt auf dem Friedhof. Ich habe irgendwie ganz lustig, wenn er verlieren würde, indem er keine Karten mehr hat. Wir aktivieren auf jeden Fall mal Altraumrad. Um jetzt zumindest mal ein paar Lebenspunkte die nächste Mal abzuknüpfen. Er hat weiterhin Karten auf sein Friedhof gehauen, er hat sein Deck so nichts mehr, er muss jetzt hier stirben. Gut, wenn er da jetzt die beiden Beine in der Hand hat, dann hat er gewonnen. Lass mich raten, er hat alle 5 Exodia-Teile auf der Hand. Er muss sie theoretisch auf der Hand haben. Nee, gut, jetzt hat er es auf der Hand, weil er seinen Kopf holt. Jawoll! Verloren den Exodia, huhu! Tja, ich muss sagen, mein Deck war eindeutig zu lahmarschig.
Gut, ich denke, es wird zu diesem Part gewesen sein. Vielleicht spielen wir gleich noch Orange. Ich werde ihn mal fragen. Falls ja, hau ich ja sicherlich hier noch hinter. Ansonsten war es das mit diesem Part. Lasst doch einen Kommentar oder ein Like. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Also,